Willkommen zurück mitten im großen Krieg 1499 gegen die Osmanen. Wir haben noch keine osmanische Armee gesehen und die Aragonesen sind sogar bei uns. Das sind noch fantastische Neuigkeiten. Das Gebiet ist schon von Venedig besetzt, was wir alles haben wollen. Das heißt, uns kann auch keiner unserer Verbündeten, sage ich jetzt mal, was wegnehmen. Oh, was sehe ich denn hier? Eine Flottenschlacht gegen die 4 Großkampfschiffe plus 4 Galeeren. Wir haben 14 Galeeren. Das könnte ein bisschen knapp für uns enden. Kommt da noch eine Verstärkung? Wir schicken mal unsere leichten Schiffe als Verstärkung. Wobei... Ah, wir haben sogar gewonnen. Die Osmanen haben 7 Galeeren verloren und wir nur eine Galeere und ein Transportschiff. Okay. Das ist gut. Und hier sollten auch die 2 leichten Schiffe der Osmanen vernichtet werden. Fantastisch. So, die leichten Schiffe schicke ich aber direkt wieder auf Handelsschützen in Venedig. Gut. Ja, Belagerungen laufen alle. So, Belagerung von Salonik haben wir. Ich sammle mal meine Truppen hier bitte alle. So, und wir brauchen natürlich hier nicht so viele Truppen. Da reichen 6000. Das heißt, ihr dürft schon mal hier hinmarschieren. Dann könnten wir jetzt schon mal die Meerenge überqueren. Ohne Kanonen dauert das zwar dann alles sehr lange mit der Belagerung, aber wir fangen einfach mal an. Truppen in der Nähe von Konstantinopel zum Schutz. Jetzt bewegt sich Aragon aber wieder weg. Was soll denn das? Noch müssten die osmanischen Armeen im Osten sein. Und wir können wieder eine Missionierung starten. So sei es. So. Gut. So, und ich glaube, unser Bonus für Großbauprojekte ist leider auch schon wieder weg. Das heißt, wir können jetzt auch mal noch wieder normale Gebäude bauen. Ein paar Werkstätten. Ein paar Kirchen. Den Marktplatz. Boah, und noch ein paar Kasernen vielleicht. Ja, schön. Aktuell brauchen wir auch gar keine Söldner, wo wir jetzt ja einige Boni haben. Seuchenausbruch. Ah, okay, das Osmanische Reich hat seinen Krieg im Osten gewonnen und sie haben immer noch 47.000 Truppen. Das heißt, es könnte jetzt hier zu einer Schlacht kommen. Oh, das wird dann gefährlich werden. Wie viele Truppen habe ich hier noch? Ah, wo sind denn die Truppen von Aragon? Wollen die nicht kommen? Wir haben auf jeden Fall Dirne gewonnen. Uns fehlt irgendwie mal ein guter General noch. Ich würde es, glaube ich, nochmal riskieren. Ja, nee. Keine guten Generäle, leider. Auch wenn ich jetzt sehr viel Rekrutenreserve verliere, ist es mir das wert, weil wenn die Osmanen da direkt reinmarschieren, möchte ich das ja schon verteidigen können. Und es geht natürlich schneller, wobei wir haben hier... Ja, wir haben 100% Belagerung durch die Schiffe. Deswegen ist das alles erstmal gut. Wir können noch Staaten begründen. Ligurien, ja, das wäre sinnvoll. Machen wir das mal noch. Politischer Kampf des Klerus. Der bekommt Einfluss. Oder er verliert Einfluss. Nö, soll er ein bisschen Einfluss bekommen. Ich will jetzt kein Geld verlieren. Da haben wir die ersten 17.000 Osmanen. Können die auch darüber marschieren, wenn da eine Flotte steht? Aragon ist zum Glück auch da. Die sammeln sich hier schon, ich sehe das doch. Jawohl, die nächste Festung ist gefallen. So, es kommt jetzt hier nochmal zu einer kleinen Flottenschlacht, aber das gewinnt für uns Byzanz. Wir bringen die Truppen nochmal darüber. Oh, das sind jetzt ordentlich viele Truppen der Osmanen hier an der Grenze. Nein, Aragon und Neapel. Was macht ihr denn? Wie dumm ist denn unsere KI? Oh Gott, jetzt verwickeln die sich hier in irgendwelche Schlachten. Nee, ich bleib, wo ich bin. Erstmal muss ich die Belagerung gewinnen. Ja, wobei... Vielleicht könnten wir sogar da in die Schlacht reinmarschieren.
Kommen wir da durch? Ah, es ist ein weiter Umweg. Ich probiere es trotzdem mal. Ne, okay. Never mind. Wir müssen schnell zurück, um hier das Gebiet zu halten. 49%. Komm schon, Festung, Falle. Ach, wie konnten die sich so vernichten lassen von den Osmanen? Unfassbar. Jetzt gibt es eine Revolte in Herzegowina. Und goldene Entdeckung. Sehr viel Gold für Portugal entdeckt. Vielleicht kümmern sich unsere Verbündeten darum. Tunesien wird ja scheinbar zurückgeschlagen. Apropos, ist Tunesien denn schon bereit, Frieden mit uns zu schließen, indem sie uns Kriegsreparationen zahlen und nicht Kastilien? So, Handel wollen sie natürlich nicht machen. Logisch. Logisch, logisch, logisch. Ja, nee, ich will jetzt da kein Gebiet erobern. Das wäre irgendwie... Nee, dann brauchen wir da auch wieder Truppen, die Rebellen bekämpfen. Das ist mir zu... unschön. Sie könnten höchstens... Bündnis mit den Osmanen aufkündigen. Ja, und mehr Gold wollen sie nicht zahlen. Ja, machen wir doch mal den Frieden so mit den Tunesiern. Da bleiben jetzt nämlich nur noch die Osmanen mit ihrem anderen zwei kleineren Verbündeten übrig. Ich weiß, dass wir hier gerade sehr viele Rekrutenreserve verlieren, aber das ist es schon tatsächlich wert. Ah, die Truppen sind wieder da. So, Belagerung haben wir gewonnen. Ich würde jetzt fast vorschlagen, jetzt läuft genau die Armee leider dorthin nach Hüdewendiga. Sonst hätte ich da jetzt angegriffen. Es sind halt 60.000, wir haben nur 43.000. Ah, es kommt aber zur Schlacht. Die Chance nutze ich aus. Vorwärts, Angriff. Während die hier kämpfen, vernichten wir die andere osmanische Armee hoffentlich. Jawohl. Haben wir vernichtet. Aber unsere Moral ist natürlich auch schon geschwunden. Der Prozess. Ja, ein bisschen republikanische Tradition können wir verlieren, ist nicht so schlimm. So, hier warten wir, denke ich, jetzt auf die nächste Technologie. Es könnte jetzt hier auch ein bisschen knapp enden, weil wir haben nicht mehr so viel Moral. Aber ich habe ja einen Moralberater. Schauen wir mal. Oh Gott, das ist eine ganz knappe Schlacht. Es kommen noch 3000 Verbündete. Um Milano haben wir auch eine Schlacht. Ja, wir haben aber gewonnen. Aber unter hohen Verlusten haben wir hier jetzt erstmal die Osmanen zurückgeschlagen. Die nächste Festung ist wirklich die hier im Süden dann. Gehen wir dorthin. Ja, Milano-Rebellen... Will sich nicht mal jemand um diese Rebellen kümmern? Das ist doch nicht notwendig hier. Kastilien hat irgendwas belagert, besetzt. Ich weiß gar nicht, was genau. So, endlich die nächste diplomatische Technologie. Dann hinken wir nicht hinterher. Na, Kastilien wird doch nicht da hinten irgendwas besetzt haben. Ich schicke mal die 1000 Truppen zurück, um das hier zurück zu belagern. Gehen wir mal hier auf die Insel kurz. Und auf die Insel auch. Dann kommt es aber nochmal zur Flottenschlacht. Dementsprechend schicke ich nochmal meine Flotte. Wo ist denn unsere... Habe ich hier nicht auf die Handel... Mission geschickt. Okay. Aragorn kämpft hier schon wieder. Ich weiß nicht, wo die osmanischen Truppen sind. Ah, ja, sie haben die Schlacht noch gewonnen. Das muss man Aragorn lassen. Jetzt werden sie die Schlacht aber wahrscheinlich verlieren. Aber ist nicht unser Problem. Das schwächt ja unseren zukünftigen Feind auch, wenn man es so sieht. Was gar nicht so schlecht ist. So, Lesbos ist besetzt. Papst ist wieder vom Kirchenstaat, okay. Können wir vielleicht hier mal eine kleine Armee aufbauen? Erlauben. Vielleicht schließen sich da ein paar Truppen an. Oh oh.
Wieso muss die Walachei hier in den Tod laufen gegen 26.000 Feinde? Da werde ich nicht hinmarschieren, da würde die Walachei leider sterben. Wir belagern lieber hier nochmal weiter. Da sind wir bei 42%. So, wie es zu erwarten war, kommt es zur Flottenschlacht. Die müssen aber die Osmanen hochkant verlieren. So, aber die Osmanen haben nur zwei Schiffe verloren. Wir haben sogar vier Schiffe verloren. Wie konnte das passieren? Unfassbar. In Rhodos bräuchten wir 6.000 Truppen. Das würde uns jetzt zu viele Truppen auf dem Festland abhängen. Deswegen bringe ich die Truppen hier lieber mal zurück. Wir haben die Belagerung von Zugla gewonnen. Ah, jetzt können wir nämlich die osmanische Flotte noch besiegen. Das war gutes Timing, aber das schaffen wir nicht. Wir haben wieder nur vier Transportschiffe von denen vernichten können. So, aber wir sollten jetzt hier die nächste Schlacht nochmal versuchen zu schlagen. Ich hoffe, unsere restlichen Verbündeten helfen uns. Kastilien ist ja auch schon hier mit Truppen. Ich weiß zwar nicht, wo die Rebellen jetzt hin sind, aber dann belagern wir das mal zurück. Aldus Manutius und die Aldus-Presse. Der kommerzielle Buchdruck ist noch immer eine Technologie, die in den Kinderschuhen steckt. Doch einer seiner ersten Pioniere kann in der Stadt Venedig angetroffen werden. Aldus Manutius und seine Buchdruckerei, die Aldus-Presse, wurde bekannt für ihre einheitliche und klare Typografie und ihre gut durchgeführten Übersetzungen aus dem Latein. Manutius' Beiträge aus dem Gebiet der Typografie sind unter anderem die Kursivschrift und ein einheitlicher Gebrauch des Semikolons. Auf dem Feld der Buchbinderei trug Manutius das einfach zu handhabende Oktavformat bei und stellte sicher, dass die Klassiker, die aus seiner Druckerpresse kamen, transportabel waren, statt das Format des mittelalterlichen Manuskripts zu übernehmen. Sehr schön. Aha, die Feinde ziehen sich hier schon zurück. Ich werde mal hier kurz 1000 Truppen nochmal nach Aydin schicken. Und die restliche Festung ist sehr weit im Osten. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal, ja, Land belagern einfach. Und sie zurücktreiben. So. Ah, 100 Truppen fehlen jetzt hier nur. Wie bitter ist das denn? So, hier wird alles besetzt. Kommen wir hier runter, hier hoch. Marschieren wir weiter nach Osten. Oh, was ist denn das? Ach, osmanische Partikularisten. Ernsthaft, muss ich die jetzt wirklich besiegen? Oder fällt die Fe Natürlich ist die Festung vorher schon gefallen jetzt. Hauptsache, die Hauptstadt ist jetzt wieder gefallen. Oh Mann. Nervige Partikularisten. Musste das sein? Völlig unnötig war das jetzt. Ich habe es leider zu spät gesehen. Neue Handelsforschung sei heretisch. Naja, ein bisschen Prestige können wir da verlieren. Ist nicht ganz so schlimm. Das sind ein paar osmanische Truppen. So, schicken wir hier. Oh, wir haben auch gar keine Rekrutenreserve mehr. Die, ja, ist jetzt natürlich schnell verbraucht worden. Als sind die Partikularisten im Süden. Und zwar nicht wenige, leider. Kardinalminister, immer doch. Revolte in Florenz. Wir müssten halt jetzt mal Edirne schnell zurückholen. Weil die Osmanen werden uns da unten bestimmt besiegen, deswegen. Aber wobei, das macht schon Neapel für uns. Dann laufen wir jedoch wieder in den Süden lieber. Mit der großen Armee. Wie viel Truppen hat denn der Osmane noch? Auch nur noch 27.000. Naja, dann sind das ja alle Truppen hier. Ja, wunderbar. Dann läuft das doch gerade gut. Wieso haben wir denn eigentlich so eine hohe Kriegsmüdigkeit? Durch was? Durch Zermürbung. Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Reduzieren wir da mal ein bisschen. Rhodos ist auch in unserer Hand. Wir wollen ja möglichst 100% hier bekommen.
So, belagern wir hier die nächste Festung. Feinde sind immer mehr auf dem Rückzug. Hier unten findet eine Flottenschlacht statt. Da unterstützen wir mal. Ah, müssen wir ja gar nicht mehr. Ich schicke die mal hier kurz nach Venedig zurück. Es wäre hilfreich, wenn wir hier noch ein paar Truppen hätten gegen die Rebellen. Aber wir brauchen jetzt natürlich hier gerade unsere Truppen, um alles zu besetzen vom Osmanen. Aber es wäre ungünstig, wenn Florenz fallen würde. Burgund? Ist an unserer Seite. Ach ja, klar. Das sind nur 2000 Truppen von Burgund. Das wird halt hier nicht reichen für die Schlacht. Vielleicht kann ich dennoch ein paar... Ah ja, warte mal. Die Truppen kann ich doch noch da hochschicken. Und dann schicke ich gleich einfach die... Oh, ja. Nee, die werde ich nicht schicken. Die werden vernichtet da oben. Ich glaube nicht, dass ich die noch retten kann. Weil vielleicht haben wir Glück, wenn Kastilien da noch hinmarschiert. Ja, Kastilien marschiert in die Schlacht. Wir haben zwar die Schlacht verloren und unsere gesamten Truppen. Aber... Wobei, meine Armee ist so langsam. 2. Dezember. Ah, wir kommen gerade so rechtzeitig, dass wir die Schlacht hier gewonnen haben. So, schicken wir hier noch die Armee, die dann hoffentlich reicht, um die Rebellen im Westen zu besiegen. So, und der Rest darf wieder in den Süden gehen, um die Belagerung fortzusetzen. Unsere Flotte darf die osmanische Flotte weiter besiegen. Okay, hier müssen wir einen Umweg machen, das wäre nicht so schlau. Gut, gut, gut. Ist der Kirchenstaat im Krieg mit jemandem? Frankreich und Orléans, wie bitte? Mit der Bretagne, ach so. Und die Geburt des Kolonialismus. Wann bekommen wir hier nochmal die Möglichkeit? Wir brauchen noch mehr Pracht. Wie bekommen wir nochmal Pracht? Ich brauche dringend Pracht, bis das nächste Zeitalter kommt. Und das kommt bald. Monatlich 3,5 Pracht. Erfüllte Aufgaben. Welche erfüllten Aufgaben zählen denn dazu? Wir werden mal wieder eine Versammlung einberufen. So, was wollen die? Eine beliebige Manufaktur in Friaul. Oh, können wir denn schon Manufakturen bauen? So, was haben wir hier? Wieder das Öl mit Österreich. Ligurische See. Das ist doch hier, oder? Das wollen wir 30% bekommen. Das sind wir bei 18, das ist auch wieder unrealistisch. Manufaktur in Friaul. Wann können wir denn in Friaul eine Manufaktur bauen? Ach, gut so, das ist doch noch eine Manufaktur. Machen wir das. Einverstanden. Gutshof wird errichtet. Und es gibt natürlich nochmal hier eine Revolte, durch die ich durchlaufe. Das müssen wir verhindern. Ups, einen Moment. Drucken wir mal sammeln. Kolumbianischer Austausch, von dem wir schon hörten. Handel zwischen Rivalen. Osmanen gewinnen Macht in Handelszentren. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Ich gebe ungern so viel Geld aus, aber von mir aus. So, die Flottenschlacht haben wir hier auch wieder gewonnen. Wenn auch mittlerweile einige Galeeren verloren. Ah ne, wir haben aber auch Großkampfschiffe geentert von den Osmanen, wie es scheint. Interessant. Bauen wir mal wieder ein paar Galeeren nach. Ja, ja, Rebellen im Kosovo sind erfolgreich, das ist leider bekannt. So. Protestantische Reformation in Zilli. Das ist erschreckend nah an unserer Grenze, muss ich sagen. Wieso? Wieso müssen die im Süden kommen? Jetzt kommen die Protestanten hier zu uns. Oh nein, wieso denn nicht im Norden? Wieso in Zilli? Das ist jetzt ein Problem. Das sind nochmal hier, ja.
Die wollen uns hier angreifen. 1000 von der Walachei-Maschine den Tod. So, könnt ihr euch da bitte noch in den Süden zurückziehen irgendwie? Wachstum der Städte lockt Leibeigene an. Ja, wir können jetzt nicht geringere Moral der Armee in Kauf nehmen. Das geht natürlich nicht. Aragorn wird nochmal ein bisschen besiegt. Das ist aber nicht so schlimm. Marasch haben wir erobert. Setzen wir vielleicht hier noch ein paar kleine Provinzen. Oh ja, die florentinische Schule. Auch wenn die sehr viel Geld kostet. Nächste Konvertierung war erfolgreich. Die Osmanen machen hier gerade nur Ärger. Und wir sollten hier noch ein paar Truppen wieder runterschicken. Sonst belagern die nicht die Gebiete, die wir haben wollen. So. Was waren denn jetzt alles die Kernprovinzen? Kann ich das irgendwie gesondert sehen? Das sind die alle, oder? War natürlich hier eine eigene Verbindung schon auch nicht schlecht. Ja gut, aber Verbindung durch Byzanz ist ja auch eine Verbindung für uns. Ich hoffe mal, wir bekommen Byzanz nach wie vor dann in den Griff, wenn wir ihnen so viel Land geben. Das wird sich zeigen, kann ich nicht einschätzen. So, jetzt schauen wir nochmal kurz. Doch, das sind genau jetzt die Provinzen, die wir ihnen geben können. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir so viel in einem Krieg... Ich habe nichts gesagt. Wir können das alles erobern. So, dann erobern wir auf jeden Fall auch noch das Gebiet hier für uns. Dass wir dann hier eine Verbindung haben. Und dann sollten wir natürlich hier auch eine Verbindung haben. Das können wir auch für uns direkt erobern, oder? Das muss jetzt nicht Byzanz direkt gehören. Dann haben wir einmal hier eine ordentliche Verbindung. Eine Verbindung zu der Walachei wäre halt auch noch wichtig. Ich könnte ja auch der Walachei noch ein paar Gebiete geben, nicht wahr? Ach schauen, die haben sogar hier Ansprüche. Na, dann geben wir doch der Walachei noch schöne Gebiete. Dann wachsen die ungefähr gleichmäßig. Walachei. Walachei. Was hatten sie noch? Hier das Vidin. Walachei. So, nochmal hier gucken. Dann sind wir schon bei 86%. Viel mehr werden wir nicht hier rausbekommen können. So. Also Venedig bekommt eine Provinz und der gesamte Rest geht an Walachei und Byzanz, unsere Vasallen. Kriegen wir noch Kriegsreparationen? Nee, natürlich nicht. Aber gut, dafür müssen wir jetzt nicht unnötig den Krieg noch länger machen. Damit werden auch alle Kernprovinzen, soweit ich das sehe, zurückgegeben an Byzanz. Ja, sie können noch irgendwelche Gebiete... Nee, das wollen sie nicht, habe ich mir fast gedacht. Oh, wir können sogar noch 400 Gold fordern. Das ist nicht schlecht. Das machen wir. Ah, 92 Friede ist, glaube ich, gut. Machen wir den Frieden. So sei es. Sehr schön. Hoho, jetzt ist Byzanz schon ordentlich gewachsen. Wir müssen mal warten. Das Freiheitsstreben wird gleich im nächsten Monat wahrscheinlich steigen. Ziehen wir mal unsere Truppen bitte zurück. Oh, und es gibt auch keine... Keine Rebellen in Florenz oder waren die erfolgreich und ich habe es nicht bemerkt? Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Wir können aber mal hier überall die Autonomie ein bisschen senken, um mehr Geld zu erhalten. Kann man das nicht auch hier über einen Autonomie-Button oder so machen? Ah, lokale Autonomie. ...50 ist die Autonomie. Ragusa. Ja, ich meine, wir kommen mit den Rebellen schon klar. Senken wir mal hier ein bisschen was. Gut.
Skudari und Valon. Ach stimmt, wir haben sogar zwei Gebiete gefordert, richtig. Richtig. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal wieder Beziehungen verbessern mit Byzanz. So, ja, da wird von der Rückeroberung Griechenlands gesprochen. Entgegen allen Widrigkeiten konnten wir den Vormarsch der Osmanen aufhalten, die Initiative ergreifen und zurückschlagen. Unsere ehemaligen Territorien in Griechenland, die durch den Verfall des Reiches langsam verloren gingen, gehören wieder uns. Sehr schön. Der Walachei sollten wir auch mal Beziehungen verbessern. Die wollen wieder Geld haben, das lehnen wir ab. Das könnte das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit Kastilien irgendwie gemeinsame Sache gemacht haben. Deswegen sollten wir auch mit Kastilien nochmal Beziehungen wieder verbessern fürs Erste noch. Und wir können ja wieder eine Missionierung starten. Truppen sind auf dem Weg. Dienstpflicht zur See. Wir nehmen die 55 administrative Macht, bitte. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Das mit Mailand ist wirklich so ein Problem. Oh, aber hier gibt es auch nicht mehr so viel aggressive Expansion. Österreich hat halt minus 30. Hier müssen wir auch nochmal bei Gelegenheit Beziehungen verbessern. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie viel Freiheitsstreben? Null! Byzanz hat einfach null Freiheitsstreben. Liegt das daran, weil wir ihnen Gebiete gegeben haben? Ah ja, Ereignis der Abtrünnigkeit an der Provinz und Provinzen, die durch Lehnsherren entwickelt wurden. Das ist wahrscheinlich das Thema, weil wir denen das Gebiet gegeben haben. So, in Modena. Das sollten wir mit 7800 Truppen noch schaffen, oder? Serbische Nationalisten. Wo ist meine Armee? Gebt mir meine Armee. Vernichtet sie. Jetzt haben wir hier ein schönes, fast zusammenhängendes Reich. So, eine Militärreform noch. Reformiert die Armee. Mehr Armee-Professionalität. Oh, mehr Armee-Moral. Aber nur für 10 Jahre. Oder Armee und Flotte. Ich glaube, wir nehmen nur die Armee. Das ist schon stark. Dabei sind wir hier schon der Zeit um weiten voraus. Wir könnten wahrscheinlich mal ein bisschen was. Oh, wir brauchen hier dringend noch ein paar Truppen. Unsere ganzen Truppen sind im Osten. Eine erhitzte Debatte. Ach, verlieren wir ein bisschen Geld. Ich wollte jetzt aber mal ein bisschen noch hier entwickeln. Dass wir einfach mal ein bisschen langfristig mehr Rekrutenreserve auch haben. Okay, meine Armee braucht leider sehr lange. Ja, und hier ist es eh zu spät, das können wir nicht gewinnen. Albenga ist leider in feindlicher Hand. So, bei Cartago haben wir gewonnen. Schicken wir die Armee hier noch in den Westen. Kriege ich keinen Militärzugang gerade hier. Kriegen wir doch noch hin. Ein Befehlshaber ist leider gestorben. Ja, ich dachte für mich, dass das jetzt passieren wird. Die greifen mich jetzt an, während meine Armee noch nicht da ist. Das werden wir wahrscheinlich verlieren. Ja, und zwar haben wir die komplette Armee einfach gegen die Rebellen verloren. Das war ein wenig unnötig. Das gebe ich zu. Na gut, aber jetzt haben wir die Rebellen besiegt. Holen Albenga zurück. Bräuchten frische Truppen, aber haben wir dafür nur ein. Ja, sieht eher schlecht aus mit so eher frischen Truppen. Dennoch brauche ich jetzt auf jeden Fall mal hier zwei Armeen für die ganzen Rebellen, die kommen werden. Handelssteuerung erhöhen wir nochmal. Sehr gut. So, gefällt mir das. Hat Byzanz jetzt eigentlich neue Ansprüche? Oh ja. Die Walachei auch. Dann können wir in einem Krieg nochmal beiden was geben oder so. Müssen wir mal schauen.
Aber ich glaube, der nächste Krieg wird sein, Mantua zu erobern. Dann haben wir mal den Norden Italiens einigermaßen unter Kontrolle. Das sehen wir dann aber, würde ich sagen, in einer der nächsten Folgen. Bis dahin alles Gute, euer Gaius. Macht's gut, wie immer, Like und Kommentar, um dieses Projekt zu unterstützen. Würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge.